Mein Kind, das kackelt in die Windel. Zu zart und fein wie rosa Linde. Welche aber auch die schönste Linde? Ich sehe es klar. Die rosa Linde. Was ist das für ein übel riechender Wind? Stammt er gar von Rosalind? Ja, wir haben heute das Glück, dass wir kurz vor Probenbeginn um 10 Uhr mit Prinzipalin Angelika Lagdurner hier in den Bühnenträumen, in Probenräumen von Ensemble Porcia ein kleines Interview führen dürfen. Ja, das ist eine Gnade. Für jede Theaterinstitution ist eine Probebühne ein Herzstück. Da steckt noch viel mehr in diesen Hallen. In diesen Hallen habe ich auch das Glück, dass die Werkstätte da ist, dass der Kostümfundus da ist. Also wenn man was braucht, dann hat man es auch gleich. Wir haben natürlich den zweitgrößten Fundus des Landes nach dem Stadttheater Klagenfurt. Das ist ein Heiligtum. Da hängen wirklich mittlerweile tausende Kostüme. Wir eröffnen am 1. Juli mit Shakespeare, wie es euch gefällt. Es wird eine feierliche, schöne Eröffnung. Blechreiz wird spielen davor. Es wird eine international bekannte Sängerin kommen. Und zu Seeboden muss ich sagen, jawohl, wir freuen uns sehr. Der Theaterwagen steht in Seeboden, einer der schönsten Standorte. Und die Seebodener sind ja wirklich die treuesten Freunde, die wir uns vorstellen können.